Yo, yo, yo und einen schönen guten Abend beim Katzenhirsch. Beim Late-Night-Stream macht es euch gemütlich. Haut euch hin. Macht die Füße hoch. Und holt den dicken Kakao. Mit Sahne und Zucker habe ich hier schon alles eingestellt. Ist die große Frage. Die erste große Frage des Abends. Ja, habe ich, glaube ich. Die zweite ist Irithyll Dungeon. Irithyll, wie der Franzose sagt. Werde ich es irgendwie halbwegs überleben, ohne komplett auszurasten? Ich habe irgendwo schon wieder am Ende jetzt, glaube ich, meine Seelen verloren. Ich weiß gar nicht mehr genau, wo schon wieder. Aber das gilt es natürlich erstmal auszumerzen und die zu holen, ganz in Ruhe. Aber wir werden uns hier auch wieder ganz in Ruhe durchcheesern mit den Zaubern Unsichtbarkeit und Nebel. Unsere zwei besten Freunde in dem Run bis jetzt. Ja, leider schon viele Seelen verloren, deswegen ist es zwar nicht so der überlevelte Charakter, Perry Harder. Ja, aber das geht schon. Das läuft. Das läuft, Leute. Einen Schlüssel habe ich jetzt schon, aber den noch nicht. Ja, und einfach die sind einfach das Letzte, ne? Für dich. Ich habe es auch immer noch nicht genau gerafft, wie die Mechanik funktioniert. Manchmal verliert man den Lebensbalken, wenn man sie einen irgendwie, glaube ich, nur angucken von Weitem. Manchmal mit dieser Wolke. Boah. Den fast vergessen und das wäre dann schon fast ein sicherer Tod gewesen. Mann, Mann, Mann. Geht ja gut los hier. To concentrate. Kommt zum Glück noch nicht mit ihrem Brennstab auf. Oh, das ist auch saugefährlich. Wenn man so wenig Energie hat. Balken könnte sich eigentlich mal wieder füllen, ja. Beziehungsweise füllen muss ich ihn wieder ausbauen. Einfach alles wegbremsen jetzt. Oh shit, ey. Das war's. Fade to the King, baby. Das gibt's doch nicht. Es ist unglaublich, Stroh. Es ist echt unglaublich. Da habe ich das auch schon wieder fast einen Tuck unterschätzt, ey. Ja, geh weg. Geh weg. Der Nebel macht leider auch mir selber Schaden, deswegen warten. Warten, warten, warten. So, Achtung, da kommt. Schubst man raus. Aufpassen. Katzenhirsch, aufpassen. Katzenhirsch, aufpassen. Schubst man. Schubst man. Sind noch welche drin? Ne, wo kommen die denn alle raus hier gleich? Hier, ne? Brauchst dich gar nicht so unschuldig wegdrehen. Gut, ich weiß genau, du wärst mir gleich ganz fies in den Rücken gefallen. Ich
Und da ich gerade schon wieder ordentlich Seelen geloost habe, werde ich mir, glaube ich, mal den The Ring of Souls anziehen. Was gebe ich denn dafür her? This one. Noch jemand drin hier jetzt? Die ist aber schon weg, dachte ich. Wenn wir tot sind, hört das auch sofort auf. Ja, jetzt kommt die wieder an, ne? Die erste, die so angeschissen kommt. Die anderen sind dann immer noch so chillig. Denkt, die sind keine Gefahr. Und dann kommt sie hier. Die wilde Hilde. Ach, schlecht und dumm. Auch mal einen kleineren einstecken, der würde für sowas auch vollkommen reichen. Kleineren Seelenzauber. So, die Abkürzung habe ich auf alles eingesammelt, ne? Irgendwie behagt mich ein Gefühl, dass ich hier irgendwas vergessen habe. Auch obwohl das immer so ein kleines, übersichtliches Gebiet ist, ist trotzdem auch irgendwie wieder ein bisschen verwirrend. For me. For you. One for me. One for you. Hallo, hallo. Rechts daneben. Da oben war ich irgendwo gestorben, oder? Ah, das ist jetzt auch egal. Seelen sind weg. Vergessen. Neue sammeln. Ich glaube, ich habe auch schon wieder ein paar ordentliche Seelenpakete aufgesammelt. Aber noch keinen Brocken. Das tut mich ein wenig schocken. Hätte eigentlich schon längst, glaube ich, hier irgendwo schon noch einen Brocken einsammeln können. Oder auch bei Snuggly tauschen. I don't know. Schwarze Feuerbombe habe ich immer noch nicht, ne? Aber das wäre nämlich ein Brocken. Probier es, glaube ich, einfach mal mit ein paar Sachen beim nächsten Feuerbrandschein-Besuch. Wird mal ein bisschen gedealt mit Snuggly und Muggly und Schnuggly. Wo bin ich letztes Mal gestorben? Das muss ich mir mal angucken. Ey. Ja, das ist ein bisschen dolle mit den Seelen. Aber egal. Eine große. Schützen aus dem Weg gehen und ein bisschen Mana-Saft. Das ist das Gute, wenn man unter 30% ist, Leute, dann kann man meist beim Heilen auch noch so viel Meter machen, dass man irgendwie so Schlägen noch im Heilen oder im Trinken halt ausweichen kann.
Oh, schlecht. Hat schon den Riesengolem, der rechts schläft. Eingekerkert worden. Verstehe ich eigentlich nicht, wieso, wenn Jorm da hinten immer noch sitzt, warum er das zulässt, dass sein Buddy hier eingekerkert wurde. Ah, du warst leider auch nicht drauf. Kann ich ihn von hier gut am Kopf erwischen? Und irgendwo in Deckung gehen. Ah ne, jetzt bin ich ja wieder hier. Aber gar nicht so doof. Gar nicht so doof. Ne, doch. Doch doof. So wie doof, Mann. Hier wird er mit Sicherheit überall hinhauen. Eigentlich mal ein Versuch wert, oder? Bock drauf, den ziehen. Kann auch hier in Sicherheit gehen. Cheesy, Manesi. Was sagt er denn zum Nebel? Ja, schau. Ihn am Kopf so. Was? Voll Dummes. Der haut mich gleich. Oh ja, das sieht gut aus. Oh, er hat doch auch und ich habe Energie verloren vom Nebel. Manche Sachen macht das Zaubern echt einfach. Ciao, Mr. Riese. Ciao, Riese. Er war einmal. Er kommt auch nicht wieder, ganz im Gegensatz zu dem Rattenpack da unten. Schwert ausgerüstet, ja. I got a sword. I got a sword. Ah, jetzt muss ich ja wieder da hoch. Ich kann auch da hinten runter, ne? Und hier war auch noch ein Käferchen. Bringt der einen Brocken, ist die Frage. Ist er der Brockenkäfer, den wir dringend brauchen? Ich check das mal schnell ab. Ich glaube, das ist ein Käfer, oder? War da jetzt noch ein Item, was ich schon eingesammelt habe? Egal, geht schnell. Ah, Käfer! Ah, lauf weg, nein, ach, ich bin so doof, ich bin so doof, ich bin so... Bin ich doof. Doof wie doof, Mann. Doofheitsskala gesprengt. Ein weiteres Mal. Mein Katzenhirsch. I'm sorry. I'm so sorry. So, Käfer, 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 Käfer.
Leute, wie lange noch bis Elden Ring? 3 Monate fast genau, ne? Am 22. kommt's raus oder am. Ich glaube, am 22. Februar, ne? Das nächste Jahr Schaltjahr? Gibt's da am 29. Februar? Hätten sie eigentlich dann machen müssen. Oh nein! Käfer, 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 Käfer! Käfer! Rocken! Das hat sich richtig gelohnt. Sehr gut. Damit können wir den Zauberstab auf die nächste Stufe hieven. Da freut sich der Parry Hoarder. Oder Parry, freust du dich? Scheint schon. Hier ist Freuing. So, ihr alten Rattenmänner. Ich habe ja gar keinen Bock mit euren flinken, schnellen Magerbewegungen. Das war ja sehr cool. Gott, naja, dann werde ich jetzt sichtbar und dann seht ihr mich. Wenn sie schon mal eine weggehen. Da jetzt der Nebel weg. Läuft hervorragend. Hervorragendes Timing. Ja. Hotter. Hotter. Der war ich letztes Mal noch nicht. Hatte ich davor meine Serie. Die hätte ich eigentlich so locker wiederholen können. Very silly. It's a very silly. It's a me. Very silly. Ja, visier doch nicht die nächste an. Schnell die Stadt. Mich gleich zu den angesäuerten Eltern vor allen Dingen. Da oben für die Szenerie habe ich eigentlich nicht genug Mana. Da kommen ja die ganzen Fröschis hinterher. Obwohl, ich mache jetzt erst die Dings und dann laufe ich einfach zurück hier rein. Mache dann die Abkürzung auf, weil ich eh keine Estus mehr habe. Und kümmere mich dann um die ganzen. Obwohl, nee, ich muss die. Da ja durch, ne? Bisschen viel Mana verbraucht, aber wir brauchen ein bisschen mehr Mana. Weil ich mich denn so früh unsichtbar so ist. Hört jetzt bestimmt genau auf. Ich hab's noch gesehen. Die Hoffnung, dass sie runterfallen. Ja, sie haben mir ein Problem abgenommen. Dass ich jetzt mal ein bisschen weniger Mana verbraucht dadurch hatte. Und dann da noch genug habe unten. Er kommt trotzdem, obwohl ich unsichtbar bin. Ist das die Möglichkeit? So, Messieurs. De la Schwarzumhangs. Sieht ja schon wieder sehr gut aus. Oh, Alter, ich dachte, ich krieg den Fall da. Ey, ich jetzt schon wieder die gelostet.
ausgerastet. Dann ist es auch nicht so tragisch, mal die Seelen zu verlieren. Aber ich habe schon so viele verballert, dass ich mir das nicht mehr so richtig erlauben kann jetzt fürs Endgame. Dem Bild, den ich hier noch nicht so perfekt ausgespielt habe und Gefühl habe, dass er beim Level ein bisschen Luft nach oben gewesen wäre. Ich sehe aber gar nicht in Geschicklichkeit und Stärke alles, weil eigentlich mache ich ja wirklich alles und ich hätte auch ein Kackschwert nehmen können. Das hochleveln können, das hätte gereicht für die Notsituation. Ja. So is it like that. Können natürlich zu Rosalia nochmal umleveln. Dann kann man, wenn man ein bestimmtes Item hat, kann man seine Werte neu verteilen. Ich glaube, 3 oder 4 Mal pro Durchgang. Aber euch will ich eigentlich umlaufen und nicht Mana verballern. Gar nicht da. Ja, das ist okay. Ja. Wrong side. Da bin ich erschrocken. Warum ist das so fucking laut? Hey, Räumi, moin und Peoples. Seid ihr alle frisch geduscht? Hier kommen nur frisch geduschte rein. Na, Bernd. Ich freue mich, Leute. Natürlich alle hier mal schön umarmen. Auf Entfernung. Ihr habt zum Glück schon verpasst, dass ich natürlich meine Seelen von gestern Abend verkackt habe. Dummi-Dummmann-mäßig. Und jetzt dabei bin, meine gerade wieder gewonnenen 12.000, die jetzt schon wichtig sind, weil ich so viel verkackt habe, wiederzuholen. Gibt's ja nicht. So geht das natürlich nicht. Heute muss ja auch mal Urlaub gewähren oder Pausen oder Duschzeit. Wenigstens einmal im Monat. Die Radmänner, ne? Viel zu schnell für Zauberei. Jetzt kann ich das da oben auch regeln. Jetzt habe ich eigentlich genug Mana. Mana. Ja. Ist auch völlig in Ordnung. So, wann kommen die Frösche jetzt hier raus? Kann ich die irgendwie schon ärgern vorher? Da oben ist nämlich so ein kleines Löchlein und man hört sich schon dieses liebliche Geräusch. Hab da noch ein paar Cool-Songs getrellert im Chat. Dann noch einen ausfindig gemacht. Im Prinzip schon, ja. Also sie verfluchen auch. Aber da ja hier Fluch und so ein bisschen anders funktioniert, also du stirbst dann auch instant, wenn sich ne, der Fluchbalken füllt. Ja. Sonst sind schon dieselben, glaube ich. Aber es gibt halt nicht mehr den Fluch
Debuff quasi, dass man nur noch die Hälfte des Lebens dann hat, wenn die einen verseuchen, verfluchen. So, hier ist aber eine Mimik. Erkennt man auch immer an der Kette, ne? Die Kette hier ist nach vorne und vor allen Dingen erkennt man es auch, wenn man genau hinguckt. So habe ich das am Anfang immer gemacht. Man sieht die hier ein bisschen schlafen, ne? Oder? Haben wir uns gehört. Eine normale Truhe. Ah, nein, nein, nein. Man nicht eigentlich sogar die Zähne? Ich dachte, man sieht. Ich glaube, bei 1 sieht man auch die Zähne. Du bist eine liebe Truhe. Ganz liebe Truhe. Aber jetzt kommen, glaube ich, schon die Frösche, ne? Ja, nein, Fehler gemacht. Wartet mal. Sehen Sie mich noch? Bin unsichtbar. Unsichtbar. Ja, bin gar nicht da, ne? Hahaha. Oh, das ist das große Spiel mit dem Feuer, was ich hier betreibe. Das war richtig dumm. Kriege ich selber Schaden hier? Nee. Oh, ich bin sichtbar. Nein, ich bin natürlich wieder unsichtbar machen. Tschüss. Ich bin dann mal weg, würde ich sagen. Wow. Oh, Mano. Bisschen Schwein gehabt, aber es ging ja einigermaßen. Fun Fact zu den Fröschen. Holmi weiß das bestimmt, ne? Mit den Augen. Mit so Eyes of the Fröschen. Seht ihr den Fluchbalken? Ein bisschen was habe ich abgekriegt, aber das ging. Nuttig? War das? Ja, ein bisschen nuttig war das. Ja, Mimik sind auch lieb. Die wollen dann immer drücken. Und züngeln mit einem ganz dolle. Wollen sie. Wie mache ich die denn jetzt nochmal? Wie waren das? Kann ich, habe ich noch die. Ich glaube, ich mache es easy. Das ist nämlich auch so eine miese Dark Souls 2 Truhe, glaube ich, die auf dem Rücken läuft und so unberechenbarer ist für mich. I can't risk it. My souls. Ah ne, my souls habe ich back, ne? Ja, dann kann ich es doch riskieren eigentlich. Ich brauche die Seelen von ihr. Mimic, I need your souls. Steht sie dann überhaupt auf, wenn ich sie benebel? Nein, die schläft den Schlaf des Todes. Sehr gut. Ja, danke schön. Und dir noch einen schönen Abend, eine schöne Nacht und viel Spaß beim Duschen. Nicht gemacht, ne? Wie viel Mana habe ich noch? Weil ich brauche da unten für die Ladies noch Mana. Na komm. Eine schöne, mega aufgeladene R2. Noch. Nein! Nein! Julia hat richtig Zungenkontakt. Boah. Das ist für den dunklen Clownring, obwohl vielleicht gar nicht so verkehrt. So, den Fröschen hier, nochmal, kann man es irgendwie sehen bei irgendeinem. Sind auf jeden Fall nicht ihre richtigen Augen, die großen Glubscher. Wenn man genau hinguckt, sieht man ihre richtigen Augen quasi ein. Kleine geile Dark Souls Details. Details. Habe
Habe ich die dicken Ratten hier schon? Nee, habe ich noch nicht. Sehr schön. Besser geklappt als vorhin. Sterbet bitte. Immer nachhelfen. Gib mal einen Stich daneben. Scheiße einsammeln. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wie ist das eigentlich hier beschrieben? Jaureküchlein. Immer noch getrocknete Fäkalien, feucht im Inneren. Sollte man sich eigentlich gut überlegen, ob man das mit sich rumschleppt. Aber jetzt ist schon drin im Beutelchen. So, eine da meiner Lieblingsstellen nicht in Worms 3. Hat fast ein bisschen Qualität wie die Silberritter Bogenschützenstelle. Aber ich kann doch gleich hier die Abkürzung aufmachen. Ah. Ja, hätte ich das vorhin noch durchziehen können, locker. Holmi, falls du hier mal landest, hier kannst du was Geheimnisvolles machen. Ich kann es jetzt noch nicht machen. Braucht man was zu. Aber sagt einem keiner. Aber guck dir genau an, wie die da sitzen und so. Dann kommst du bestimmt drauf. Da kommt man auch drauf. Beim Runde erfahren. Und nicht vergessen, ich habe ja den Brocken, ne? Dann kann ich mir gleich vieles noch ein bisschen leichter machen. So, die Abkürzung ist super. Ist denn das nochmal? Nein, ah, falsch. Ich brauche noch mal ein bisschen Farm hier, extra den Silberring dran. Klar würdest du das hinbekommen, auf jeden Fall. Wir haben es halt auch einfach extra so gemacht, dass wenn man Dark Souls 1 gewohnt ist und dass halt einfach so ein paar Dinge genau darauf umgestellt haben, dass man paar Gewohnheiten ein bisschen ändern muss, um klar zu kommen. Wenn das dann so ein bisschen Klick gemacht hat, dann kommst du da super klar und super durch. Also ich fand es wirklich auch beim ersten Durchspielen wesentlich, also ich meine Dark Souls 1 war mein erstes Souls, war wesentlich, ich weiß es gar nicht, aber so im Nachhinein habe ich es als leichter in Erinnerung als Dark Souls 1, den ersten Durchgang. Aber kann auch sein, dass ich mich da, also ich weiß nicht, ich habe da auch meine 60, 70 Tode oder was weiß ich. Aber das erste Souls ist eh, egal was du spielst, für einen, glaube ich, mit Abstand das schwerste. Nein, nein, nein! Oh, das war fast der sichere Tod. Hasse sie, ey. Wollte nur mal checken, welche Abkürzung das ist. Ich glaube, ich hab's gecheckt.
So, aber noch drei Estos am Start. Blitzklinge. Mächtiger Zauber für Wunderbills. Damit macht man quasi fast an allen Gegnern doppelten Schaden. Oder an sehr vielen Gegnern. So, gehen wir es mal an hier. Wie viel Mana habe ich denn noch? Ist unsichtbar und Nebelei klug oder Schießerei? Ich probiere es mal like that. Da kommen ja zu viele lang. Eigentlich müsste ich hier mal einen hinsetzen. Aber die sieht mich natürlich. Schneller wieder weg, als dass ihr Katzenhirsch sagen könnt. Auch nur einer da mit den anderen. Wollen die nicht in den Disco-Nebel. I got Nebel for everyone. Alle drei zusammen. Nice. So weit weg, andere sehen mich dann. Aber die Models. Vielen Dank übrigens für den Raid und so. Also, ich spiele das sowieso immer, aber ich sag's glaube ich immer nicht. Ich feel das. Nein, 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 nein. Warum habe ich da gerade keinen Schaden drin gekriegt? Unsichtbarer? Schon wieder interessant. Das ist ja schon mal wieder ein bisschen interessant. Hier sind die ganzen komischen, missbildeten Drachenversuche. Mensch-Drachenversuche, würde ich sie mal nennen. Bräuchen hier rum. Hier liegt auch was, ich glaube, irgendwas mit Magic. Daher. Draußen, die Viecher sind ja alle weg, ne? Ahn habe ich noch. Ahn habe ich noch. Kommt, Babys. Guck mal, hier sind auch irgendwelche, die man nicht sieht. Ah. Schwede. Wir haben mir ordentlich den Rücken gefallen. Muss er gar nicht. Okay. Okay. Ja,
Er braucht den dicken Ballermann. Ich auch immer Quits macht bei denen, ja. Nein, hinter mir! Einer aus der Dunkelheit kam er. Creepy Viechers, ey. Irgendwo ein Banause, ey. Ganz cool. Ich habe keinen Heiltrank mehr. Keine böse Überraschung wieder erleben. It looks good. Die gottlose Kohle. I don't need it. Ja, so ein Kristall. Schlonzi für Zauberwaffen wäre mal gut. Ich glaube ich auch noch nicht. Ja, ist das ein Kristall? Keine Ahnung. So, jetzt nochmal eine Mimik. Aber die mache ich jetzt auf. Die mache ich jetzt mit Trick 17. Ich wecke sie sanft auf. Dem untoten Jäger-Amulett und sie darf in Ruhe weiterschlafen. So, hier stehen auch gleich ein paar Dudes noch auf, oder wie war das? Hängt einer an der Decke. Da habe ich. Also, das war die Mimik, die wieder geschlafen hat. Okay. Gelbliche Asche, das ist gut. Das Kronenring ist auch gut. Was macht der? Der gibt mir Zauber, ne? Oder was macht der? Was macht das Ringelein? Wo ist er da? Ist er das? Ne, doch. Verringert Zauber, FP-Verbrauch, also Mana-Verbrauch, aber verringert auch Lebensenergie, wie viel denn? Hundert. Wird sich auch auf jeden Fall noch rentieren, der Ring. So, hier liegt noch eine Glut. Oh nein, hier ist eine Oma. Nicht eine Oma. Eine Wächterin. Steht hier noch in der Ecke. Ist so ein Dude, ich glaube, den macht man sich nur Ärger, wenn man das aufmacht. Da ist nichts drin und hat dann immer den Typen am Arsch, wenn man hier lang geht. Das kann man sich sparen. Das spart sich auch der Parry. Right? Is it so? Yeah. Da liegt noch was. Oh, wo krieg ich den Schlüssel denn nochmal her? Die brauchen wir ja auch unbedingt, die alte Hexe. Da sitzt eine alte Hexe drin, die befreit werden muss. Alva, sehr gute Rüstung für Melee-Builds. Eine der besten für Gewicht-Leistungsverhältnis. Würde ich mal so sagen. Oh, burp, 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 burp. Komm, ist jetzt schon Gargoyle-Action angesagt? Ja, ne? Das ist auch schon wieder eine blöde Entscheidung, ey. Was so lame mit der Nebelei und dem Zauber. Ja, das geht gleich noch anders ab.
Tja, bei Bossen dann immer hast du ja gemerkt, obwohl, ne, den letzten habe ich sogar mit dem Nebel besiegt. Laufe ich jetzt noch weiter? Da hinten ist das Feuer. Oder nochmal zurück und alles nochmal durchbämsen. Hier kommt aber ein dicker Gargoyle. Und die schießen auch mit dem Feuer schon, ne? Ne, schießen sie noch nicht. Ja, ich nehme zur Sicherheit eine Glut. Denn das tut gut. Kommt er jetzt schon? Oh, nur noch 6 Gluts jetzt, ey. Das ist nicht viel. Mal ein paar shoppen gehen. So, zur Sicherheit. Safety, Tines. Nein, lass mich doch vorbei! Euch werde ich gleich noch gut genug, oft genug battlen. Aber erstmal gib mir das Feuer. Habe ich den Schlüssel jetzt vergessen? Ey, shit. Hier liegt der Leiter-Dude aus Dark Souls 2 rum. War Schluss mit seiner Karriereleiter. Hier. Zwei hast du auch gespielt, ne, Holmi? You're still there. Gargoyle, Mann, kannst du nicht runterfallen? Hast du das sonst nicht? Du musst mich sehen, ne? Komm her. Fall down, please. Wären noch ein paar Seelen umsonst gewesen. Okay. Yes, dann schlaf gut. Wir hören uns bestimmt baldest. Machet gut. Ja, ich heute auch. Ich würde auch nicht so lang machen heute. Morgen dann nochmal fette. Aber heute auch nicht so lange. Noch schön nachher mal ein bisschen Serie glotzen oder filmen. Okay. Hauen Sie rein. Make it well. Bleib sauber. Sauber. So, ich gucke jetzt aber nochmal nach dem Schlüssel. Aber das Feuer zu haben ist schon mal gut. Und erstmal geht's auch zurück. Back to the Fire Shrine. Zauberstab leveln. Yeah. Just two of us. Hä, warum ist der jetzt doch so? Der war doch letztes Mal besser. Ich hab's gar nicht mehr. Dunkeltitanit, 5 Stückens. Und die hat man auch noch. Und die noch? Holz, where did you happen upon this coal? This is much too dark. I see the abyss in it. Yet a smith I remain.
I won't turn down her request. But forget not. Your fight is for the flame and for your fellow kin, just like mine. A cursed fate this may be, but hope remains, does it not? So ist es. Die Hoffnung stirbt immer zuletzt. Und zuerst stirbt der Katzenhirsch. That's the rule of the game. Yeah, aber ich bin gespannt, was ich jetzt für Steinchen bei ihr kaufen kann, nachdem sie die gelbliche Asche bekommt. Steinchen, Steinchen. Ich immer noch nicht. Ashen One, be sure to bring. Zauberrolle habe ich auch noch nicht, ne? Den auch noch. Well, speak. Very well. Then talk like no. Nur ein Level ist das euer Ernst, ja, stimmt. 20.000 brauche ich. Zauberei geht jetzt erstmal auf 30. Farewell, Ash. Und dann glaube ich wahrscheinlich nochmal Intelligenz hoch. Ich weiß nicht, ob ich nochmal ein bisschen Vitalität bis Endgame brauche. Endgame. The Endgame. Doch auch irgendwann eine Abkürzung auf. Auch bei dem Riesen, dass man dann hinten wieder hier rauskommt. Ja, wir müssen dieses blöde Gebiet nochmal abchecken, weil der Schlüssel, den brauchen wir schon für die Hexe. Und ich glaube sogar da unten ist eine Zauberschriftrolle. Ja, hinter der einen verschlossenen Tür noch, die wir jetzt noch nicht aufkriegen. Und die auch noch nicht. Das ist, glaube ich, so ein Brocky. Da ist was drin. Simpler Edel. Ah, ne. Ich dachte gerade, das wäre für Magie, aber. Is it not? Kann auch sein, dass wir durch den Schlüssel dann sogar so einen Magieverzauber. Irgendwas mit Magic kriegen wir dann noch. Irgendein nice Magic Shit. Ich glaube, beim fiesen Riesen. Da müssen wir noch runter.
alle der Saft. Der gute Mana-Saft. Schon Estus Energy Drink, ey. Das wäre doch der Shit für Dark Souls Gamers. Da würden sich alle den Arsch wegfreuen. Und man die dicke Kohle machen. Millionärsidee, würde ich sagen. I would say. Und geht auch. Geht. Wie komme ich denn jetzt noch mal zu den da runter am besten? Hier runter droppen war ja eigentlich war auch eine Möglichkeit, ne? Nicht, dass der Drops dann gelutscht ist. Glaube ich, ein Schwert für die Rattenmänner. Lass mich kurz überlegen. Da ist nichts mehr. Ist hier jetzt irgendwo? Nee, ne? Dich haben wir noch nicht. Da habe ich dich nur. Was war mit ihr? Was ist mit ihr? War das die, die ich vorhin ausgenommen habe? Nee. Das ist eine andere, glaube ich. Sind auch nur Drachentöter-Pfeile. I don't need it. Perry don't need it. Zack, werden die auf eBay gepackt. Mach ich eBay. So. Da droppen, egal. Blitzbolzen auch nicht.
berauschend gerade jetzt. Müsste eigentlich reichen, ne? War die Hälfte, die ich verloren habe eben. Tja, tschüss, Ratti Ratmann. War die Abkürzung zum Anfang? Okay. Where's the key? Check ich nicht. Check ich nicht. Where is the key? Hallo, hallo, hallo. Da liegt ja noch was. Scheiße. Die hat mal irgendwas erwartet, der von eben. Na, hast du Angst vor Fahrstühlen? Aha, macht's gut, ihr Trottel. Wird wohl keine Leitern klettern. Dabei sagt man immer, Ratten wären so schlau. Ihr wohl nicht. Nee, hier will ich doch gar nicht. Ich will doch. Ich will doch hier irgendwo anders hin. Kann ich ja eigentlich auch so machen. Auch wieder zum nächsten Feuer, weil da unten, wo ich es vermutet habe, war es jetzt nicht. Nächste Vermutung ist, dass man im nächsten Gebiet irgendwie so ein nochmal nur eine Abkürzung oder so ein Backtrack zu dem Gebiet freischaltet. Ich glaube, so war das. Wo ist das? Leute, ich freue mich ja schon auf Jorm. Die ganze Mist hier getan ist. Nächste dicke Boss. Überlege noch, ob ich ihn mit dem Sturmbrecher mache oder mit Eddie Headshots. Ich glaube, also ich werde zweiteres auf jeden Fall erstmal probieren. Erstmal schöner Ausblick. So, mal gucken, wie wir so miteinander klarkommen hier.
Ja, vorne zu Gargoyle, Mann. Gut. Nicht gut. Zwei dicke, das ist vollkommen okay. Da beschwert sich niemand. Aufpassen auf Fallen hier. Oh no, jetzt kriege ich den anderen nicht. Komm, 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 scheiße. Ich habe nämlich gutes Funkeltitanit. Bestes Funkeltitanit. Ich mach den schnell nochmal, ey, sonst den denke ich nicht mehr, den vergesse ich sonst. Ja, will ich eigentlich nicht nochmal hin. Wenn es nicht sein muss. Yes, nice. So. Ah! Oh. Da war ein viel zu kleines Loch, dass ich fast geplumpst wäre. Der wäre mit großer Wahrscheinlichkeit nicht gut ausgegangen. Fällt da unten in die Mega-Giftseuche rein, was toxische Vergiftung macht. Und ich habe immer noch keine Moosblüte mit Bettchen, ne? Es ist doch Katzen. Katzenhirsch. Ah! Aha, drei Stück an der Zahl, das ist doch ordentlich. Damit kriegt man nämlich auch toxische Vergiftung weg. Mit den normalen Moosblüten geht das nicht, damit geht nur normale Vergiftung. Kein schönes Gebiet da unten. Also schön schon im Sinne von schön designt und cool gemacht, aber nicht schön zum Abhängen mit seinem Charakter. Hab ich gesehen, sehr gut. Aber oh, was gibt's denn da schon wieder alles? Das weiß ich leider wieder nicht genau. Das heißt, wir müssen gucken. Oh. Hab ich nicht gesehen. Will mich umarmen gleich. Dolle freut es sich. What is it nur, ey? Vergiften ist ja vollkommen okay. Pro Tag.
Das war's. Aber da liegt noch was. Ich werde jetzt nicht sichtbar. Doch, ich werde sichtbar. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Giftiger Edelstein. Oh, magischen Edelstein. Edelstein ist das genau. Einmal komplett eingesuppt mit der Suppe. Ganz üble Viechers. Wirklich üble Viechers. Ich glaube, hier ist nur einer. Vielleicht muss ich ihn ja gar nicht aus seinem Schlaf erwecken. Das wäre sehr vorteilhaft. Ihr seht, er hat schon 1000 Hitpoints. 5000 bestimmt. Gut. Und macht auch richtig Damage. Damage, Damage. Damage, Damage. Bringt das eigentlich was für den Nebel hier? Na super, dass er nicht aufwacht, dass er so einen tiefen Schlaf hat. 1001, ne, waren es eben immer. Gucken, ob es mit. Also war mein Zauberstab überhaupt noch gebufft? Jetzt sehen wir es nicht, weil es nicht mehr 1000 sind, ne? Ah, dumm. Denk's mal vorher machen müssen, diese Wissenschaft. Wissenschaftliche Prüfung. Offiziell getestet bei Katzenausch. Yeah. Ein Haufen Scheiße hinterlässt er, oder mehrere. Rufzauber, ja, jetzt geht's langsam ab mit der dicken Magic. Ey, ab jetzt finden wir richtig gute Magie. Und machen es uns nicht schwerer, als es sein muss. Mir leid, kleine Mimik. Oh, der wird wahrscheinlich noch besser sein, ne? Muss er ja eigentlich, ja. Der hat von Anfang an A. Und den verstärkt man bestimmt auch irgendwie mit Titanitschuppen, könnte ich mir vorstellen. Den verstärkt man immer so diese göttlichen Mega-Special-Waffen. Raus wollen wir jetzt hier noch nicht. Da oben ist auch der Zauberer, ne? Der gute Magieresistenz hat. Das ist aber auch übel. Na komm, ein schönes Magier. Ach, das mach ich. Duell. Oh no, oh no, oh no.
Das wird doch wieder so jetzt schon zum Scheitern verurteilt. Boah, ich muss einfach nur durch und hoch. Alles gut eigentlich. All good. Ah ne, hier noch nicht lang. Sondern hier. So Leute, ne, ich hab's ja eben schon gesagt. Die Seelen holen wir jetzt zurück auf jeden Fall. Das schaffe ich auf jeden Fall. Dann werden wir auch schon bald Feierabend machen. Heute ist ja gar kein offizieller Katzenhör-Streamtag. Ein bisschen muss sie ja sein. Leute, ihr kennt das. Ihr kennt den Hustle. Ihr kennt die Soulsucht. Dich lasse ich auch mal links liegen. Dann komme ich doch nochmal hier lang. Hätte ich nicht neu laden müssen, aber. Wer konnte das denn ahnen, bitteschön? Nobody. Nobody. No one. No one. Geh kacken. Geh kacken. Scheiße. Jetzt auch runterreisen von der Leiter, ey, und speisen müssen und gehen weg. Wenn ich das Pad hingelegt hätte, gesagt, danke, liebes Dark Souls, das war's mit uns. So, wie mache ich den dann jetzt hier nochmal? Sieht mich gar nicht, wa? Okay, das ist ja nice. Und goodbye. Tja. Schlau wie Schlaumann. Schriftrolle von Logan. Sehr gut. Jetzt gibt es die dicken Zauber, Leute. Das ist der Zauber, Hype Train. Ist gerade eben hier einmal durch den Raum geschossen. Nice. Nicey nice. Yeah. Hier diesen Seelenstrahl, den er eben gemacht hat, auf jeden Fall. Diese Kristall. Obwohl, den Seelenfall, doch, den gibt es auch schon, ne? Den Seelenstrahl. Diese Kugelchen immer, die man um sich rum machen kann, die dann immer automatisch schießen, wenn man eine gewisse Entfernung hat zu seinem Kontrahenten. Und. What is it again? So, ist jetzt der Schlüssel. Hier ist, glaube ich, irgendwie der Fallback zu dem anderen Level. Ja. Und ganz gemein hier. Ja, haben wir ja benutzt. Sehr gut. Stehen zwei verborgene Gestalten. Wenn ihr euch nicht um die kümmert. Hä? Der Katzen erschmisst. Werden die da hingebeamt oder was? Ein Versuch noch. Bin noch nicht bekloppt. Okay, doch, ich bin an einer ganz anderen Stelle, so was Dummes. Aha! Habe ich mich wohl vertan? Wer hat sich nicht schon einmal vertan? Vertan, vertan.
So, aber nicer Ring. Nicer Dicer. Zauber hat man den gar nicht so. Naja. Erhöht halt die Drop Chance erheblich. Halt zum Farmen von bestimmten Items, wenn man die haben will, schon irgendwie muss. So, ich hoffe, irgendwo liegt jetzt hier noch ein Schlüssel. Hier muss es irgendwo einen Schlüssel geben. So, und hier haben wir die. Das sieht ja fast genauso aus wie eben. Die beiden Halunken. Möchte. Ja. Nicht mit dem Katzenarsch. Ich glaube sogar tatsächlich, dass es hier den Schlüssel gibt. The key. Ja. Ja, ja, ja. Sehr, sehr gut. Das ist super, Leute. Das ist guter Progress. Das ist Progress, den der Katzenhirsch braucht, um zufrieden in die Higher zu steigen. Naja, aber ging es hier nicht irgendwie zurück gleich? Habe ich das verpasst? Hier ging es auch raus irgendwo, ne? Ja. Aber ich glaube, ich mach das so. Zurück ab in der Heimat. Nächstes Mal da in Ruhe. Was muss man denn alles machen? Dunkeltitanit habe ich genug. Nicht genug. Eigentlich nur leveln und dann halt nochmal die Sachen aufmachen mit dem Schlüssel. Und die Hexe befreien. Ach, die Schriftrolle habe ich. Oh, die Schriftrolle. Oh, will ich jetzt schon gucken? Nee. Das heben wir uns auf fürs nächste Mal. Fetter Cliffhanger fürs nächste Mal. Die neue Zauberschriftrolle. Was für dicke Zauber wird Perry Hotter kriegen? Kann er endlich Luminae Kasava oder unsere Dinger schweben? Oder eine andere Farbe bekommen. Ja, das hoffen wir. Mindestens, sage ich mal. Mindestens. Ja, Leute. Vielen Dank fürs Zusehen. Der Katzenhirsch verabschiedet sich. Wünscht euch einen schönen Abend, Tag, Nacht. Was auch immer. Hauen Sie rein. Bis bald, bis demnächst. Schaut mal wieder vorbei. Da freue ich mir. Wie ein Ei. Und ein Schnitzel. Zusammen ist richtig lecker. Ei und Schnitzel. Also,